Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Mac Games Tycoon. Wir haben im letzten Part unser Flight X, also unser neues Spiel, eine Simulationsstrategie entwickelt und auf den Markt gebracht. Und wir verkaufen über 100.000 Stück die Woche. Wir haben jetzt dann gleich die 3 Millionen verkaufte Einheitsmarke geknackt. Und so wie es ausschaut, müssen wir nachproduzieren. Jetzt nicht mehr ganz so steil reingehen. Ich würde sagen, mit beiden Presswerken mal jene halbe Million. Wobei, es hat wir jetzt hier den Anschein, als ob die Verkäufe, so langsam sind wir wohl durch. Update-mäßig können wir auch nichts mehr rausbringen. Ah, doch, ein Update geht ja noch. Dann haben wir das noch schnell raus. Das sollst du auch noch mal ein bisschen pushen. Ah, aber wir müssen trotzdem noch was nachproduzieren. Hier 250.000 und hier auch nochmal 250.000. Ah, ob das reicht? Bin mir da nicht ganz so sicher. Produzieren wir lieber nochmal 250.000 und 250.000. Den Rest können wir dann immer noch für die Zweitvermarktung verwenden. Ich meine, so ist das ja nicht. Aber es gehen immer noch 25.000 Einheiten weg, von daher. Ja, ist vielleicht nicht die blödeste Idee gewesen. So, und hier, unsere Musiker werden weiterhin ausgebildet. Wir probieren nochmal an die Messe zu gehen mit FlightX. Nochmal 31.500 Fans. Ja, hat sich doch ein bisschen bemerkbar gemacht an unserer Konsole. Wobei ich aber auch das Gefühl habe, für das, was das Spiel kann, war die Konsole einfach etwas zu unterpowered. Das heißt, wir holen uns hier jetzt nochmal ein paar Leute in die Konsolenentwicklung. Na, Platz für 4 hätten wir noch. Nein, ich will. Ah, hier. Seht euch die Zahlen an. FlightX, Wochen im Verkauf 66, verkaufte Einheiten 5,68 Millionen. Gut, Entwicklungskosten 18,7 Millionen, Produktionskosten 54 Millionen, Marketingkosten 43 Millionen. Aber ein Umsatz von 278,18 Millionen und ein Gewinn von 162,48 Millionen für ein einziges Spiel. Jo! Schön! Und das für... ja, ich gebe euch zu bedenken, wir spielen hier auf der schweren Stufe. Das muss man dabei bedenken. Es ist nicht leicht oder normal. Es ist auch nicht legendär. Aber immerhin die schwierige Stufe. Das ist... Ja, aber ich wollte ja hier gerade nochmal gucken. Gut, wir würden hier eigentlich nur Programmierung benötigen. Programmierung 1
2. So. Das sollte doch passen. So, haben wir hier irgendwo die Möglichkeit Finanzen. Genau. Jahresbilanz, Einnahmen, Games, Abonnements, Engines, Auftragsarbeit, sonstiges. Ich denke mal, unsere Spielkonsole läuft unter sonstiges. Würde ich jetzt mal annehmen. Knapp 260 Millionen. Knapp 260 Millionen, wir schauen uns das mal in der Monatsbilanz an. Knapp 20 Millionen. Das nenne ich doch mal Respekt. Respekt. Ja, dann klotzen wir hier mal noch ein paar Aufträge durch. Auch wenn wir es eigentlich nicht mehr nötig hätten, die noch zu machen. So. Gut, Zeit, die Konsole vom Markt zu nehmen. Wir entwickeln an was Neuem. So, wir bauen jetzt aber noch nicht die beste Konsole. Ich würde mal sagen, wir machen hier irgendwie was auf... hier so... Erstmal das, vierte Generation, das wäre dann Alien Cast 2000. Natürlich wieder grün, ne? Wie soll es auch anders sein? Dann entwickeln wir die mal und dann später zimmern wir uns noch die High-End-Konsole zusammen. Okay, es läuft, es läuft. So, wie sehen die Skills von unseren Musikern aus? Die werden beide auf 100, das heißt, wir schnappen uns die. Und setzen die hier ins Soundstudio. Und dann machen wir dasselbe noch für unser Grafikstudio mit den zwei besten Grafikern, die wir hier haben. Bilden wir die auch auf 100 aus. Einmal. Zweimal. So, vielen Dank. Start Trainingskurs, dieses Mal für Grafik. Ja, Aufträge machen wir auch noch schnell. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, weitere Aufträge. Convention müssen wir nicht. So, weiter Engine. Und wir können jetzt hier auch das zweite Trainingsprogramm für unsere Grafiker starten. Start Trainingskurs. Pixeln für jedermann. Ja, warum nicht? Ja, jetzt kommt auch laufend Kohle rein. Oh, unsere Konsole ist fertig. Okay. 85.000 Entwicklungskosten. Ich würde sagen, wir erlauben ganz sicher Spiele von Drittanbietern.
Und ich hau die Konsole raus für nur $399. Ja, das passt. So. Läuft. Gut, dann würde ich sagen, entwickeln wir doch auch mal ein Spiel für unsere neue Konsole. Natürlich AAA. Na, was haben wir denn eigentlich schon so entwickelt? Das wäre vielleicht noch gut zu wissen. Meine Spiele. Machen wir mal Reviews. Games Tycoon. Prison Tycoon. Ah, da könnten wir jetzt eigentlich. Da könnten wir jetzt eigentlich hier mal reingehen. Spiel entwickeln. AAA. Wir nehmen als Thema wieder Gefängnis. Aufbauspiel Wirtschaftssimulation mit der Aufbau Ultimo Engine. Jawohl. Und nennen das jetzt Prison Architect. Prison Architect. AAA Gefängnisaufbau Wirtschaftssimulation, das passt soweit. Gut, und wir bringen das raus für PC, für die GameStation, für die Y-Box Extreme und für unsere Alien Cast 2000. Mit Kopierschutz logischerweise. Einstellungen anpassen. So, hier gehen wir nochmal ein bisschen mehr in Richtung Core Gamer. Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Da bräuchten wir 10, 40, 25, 25. 10, 40, 25, 25. Also 10, 40. Kommst du wohl auf 40? 10, 40, 25, 25. Wir hauen alle Sprachen raus. Und dann entwickeln wir mal. So, Bugs entfernen. Und jetzt, nee, nicht Bugs entfernen, ihr sollt doch bitte Grafik verbessern. Spielbalance. Allgemeine Grafik verbessern. Ihr verbessert bitte die Sounds. Und unsere Motion Capturing Leute. Die kümmern sich da mal wieder um die netten Animationen und Videos. So muss das sein. So kommt das gut. So, sehr schön. Ah, die sind immer noch in der Schulung. Dann geht's weiter. Charakterdesign für Fortgeschrittene. Ah, wir hätten die eigentlich schon auf 100, aber trotzdem, ich lasse die Space Trooper, nein. Ich lasse die das Training jetzt trotzdem noch schnell zu Ende bringen. Kann ja nicht schaden. Ah, und hier sind die anscheinend auch schon durch mit der ersten Ebene der Spielverbesserung. Na,
programmieren hier ein bisschen ziemlich viele Bugs. Oh, hier habe ich gar nicht. Oh Mist, das habe ich tatsächlich vergessen zu aktivieren. Naja, was soll's, wir haben Zeit. Wobei die hier doch schon ganz schön zügig vorankommen. Naja, macht nichts, wir warten dann einfach mit dem Veröffentlichen, bis wir hier das ganze Zeugs durchgeprügelt haben. Na, nicht Bugs entfernen. Man sollte etwas langsamer klicken, Gameplay verbessern, Steuerung, das ist eure Aufgabe. Handgezeichnetes Intro. Sieht sich schon nett aus. Wir gehen schon mal an die Messe mit Prison Architect. Das interessiert jetzt schon ein bisschen mehr Leute, als das noch bei unserem Flight X der Fall war. Na, da dürfen wir uns dann wohl auf noch bessere Absatzzahlen gefasst machen. Naja, mir soll es recht sein. Hier Animation Stufe 2. Weiter geht's. Das User Interface. Genau. Weitere Grafik, filmreife Zwischensequenzen. Bonustracks. Jetzt müssen die dann aber doch ein bisschen Gas geben, damit die auch rechtzeitig fertig sind. Naja, mal schauen. Irgendwie scheinen die hier nicht so fit zu sein. Die bauen hier doch den ein oder anderen Scheiß. Aber egal, solange das Endprodukt stimmt. Na, ich verklick mich hier bei dem Spiel andauernd. Ich will ja Gameplay verbessern. So, Level. Ihr macht bitte hochauflösende Texturen. Ihr kümmert euch um den cinematischen Sound bzw. die cinematische Musik. Ihr macht die Filmaufnahmen. Jetzt so rein aus Interesse würde mich doch mal interessieren, wie viele Spiele es dann für unsere letzte Konsole geworden sind. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Ist wohl noch etwas weiter unten. Ah, hier, Alienware 2. 115 Spiele. Dagegen stehen 14 Spiele für die Alienware 1. Jo, jo, jo. Ah, die Zahlen, die sagen doch schon einiges aus. Das hat sich also echt gelohnt. Das muss man so sagen. So, und hier kommt immer wieder ein bisschen was Kohletechnisches rein für unsere Engines. Das ist sehr schön. So, nein, wir warten hier noch. Wir machen hier zuerst die ganzen Verbesserungen fertig. Grafik verbessern, das hochdetaillierte 3D-Modell und hier die professionelle Sprachaufnahme. Und Animationen und Filmaufnahmen. Stufe 3. Na. Ich würde mal sagen, das Spiel werden wir zumindest noch in diesem Part veröffentlichen können.
Wir werden wahrscheinlich nicht warten, bis es vom Markt genommen wird, um zu sehen, was es dann so an Erfolg gebracht hat. Aber zumindest 32.800 Fans, sehr schön. Aber zumindest bringen wir es noch in diesem Part raus. God's Quest 2. Naja, würde mich jetzt reizen, aber wir haben ja unser eigenes Ding am Laufen. Von daher. So, und dann können wir hier noch schnell die Filmaufnahmenstufe 3. Und solange die das noch am Durchprogrammieren sind, würde ich sagen, holen wir uns unsere Grafiker. Setzen die ins Grafikbüro. Dann wären wir hier voll belegt. So, hier. Hier brauchen wir Game Design Programmierung. Wir haben noch 4 Plätze frei, das heißt, wir trainieren hier die 2 mit den besten Game Design Skills. Und die 2 mit der besten Programmierungsskills. So. Gut. Wir fangen an. Erstmal lassen wir alle Spielprogrammierung lernen. Ah, und siehe da, wir sind durch mit der Optimierung. Ist hier auch. Ja, auch Motion Capturing ist durch. Das ist sehr gut. Das heißt, Entwicklung abschließen, Spiel veröffentlichen. Na, da hat es jetzt nur noch bei der Technik gereicht, um neue Bestwerte zu holen. Ja, macht aber gar nichts. Wir kommen mit dem Spiel raus in 16 Wochen. Geben wieder das ganze Material mit. 1,93er Titel. Wir sind Trendsetter. Haha. Das ist geil. Obwohl Sound hier nur bei 89% ist. Das ist mal echt geil. Das heißt aber auch Spiel produzieren, Prison Architect. Wir werden hier mal 2,5 Millionen Einheiten rausklopfen. Und hier bei der Presse klopfen wir mal 3,5 Millionen raus. In 9 Wochen geht's los. Das heißt, wir starten eine Fankampagne und eine Marketingkampagne. Fankampagne nur einmal, die Marketingkampagne, die lassen wir dann komplett durchlaufen. Ein Update würde ich gerne schon mal vor dem Release raushauen. Millionen. Ich denke mal, das sollten wir eigentlich gut loswerden. Wir starten schon mit über 100.000. Läuft, kann man nicht anders sagen. Hier noch ein bisschen Aufträge. Wir gehen an die Messe. Wieder mit Prison Architect. 33.000 Leute, die das gut finden.
finde ich auch gut. Wir klotzen mal zwischendrin das nächste Update raus. Nice, nice, nice. Ultimatum. Nein, nein, veröffentlicht das mal selber. Läuft. Nächstes Update. Hundertzweiundfünfzigtausend Einheiten die Woche. Unglaublich. Und zwar so unglaublich, dass ich echt hier schon mal wieder anfange nachzuproduzieren. 1 Million pro Pressraum. Das liegt durchaus drin. Nein. Schnell die zwei Aufträge noch durchklopfen. Hier die Pressung. Und dann haben wir das letzte Update raus. Update Sprachpakete. Prison Architect. Ah ja, klar. Erstmal die Features auswählen. So. Und wir verkaufen knapp 250.000 Stück die Woche. Wir laufen schon langsam wieder aus, was Lagerinhalt angeht. Das ist unglaublich. Prison Architect, dein Spiel wird weltweit mit Begeisterung aufgenommen. Dadurch hast du einen neuen Trend gesetzt, und zwar Aufbau, Spiel und Wirtschaftssimulation. Yay! Okay, gut, nicht Wirtschaftssimulation, aber Aufbauspiel und Gefängnis. Ja, ja, ich sag nur, wer kann, der kann. Jetzt gehen die Abverkäufe langsam zurück. Ich starte nochmal schnell eine Fankampagne. Nein, das wollen wir immer noch nicht produzieren. Wir machen hier mal mit erfolgreich Programmieren weiter in der Schulung. Und wir gehen nochmal auf die Convention. Nice, nice. Das letzte Update habe ich, glaube ich, ja schon rausgebracht. Jawohl. Da hätten wir vielleicht noch 2-3 Monate länger warten können. Na gut, ist jetzt nicht tragisch. Was wir da an Umsatz gemacht haben, ist trotzdem sehr beachtlich, würde ich das jetzt mal einfach so nennen. So, ich produziere hier nochmal 500.000 nach. Würde jetzt aber gerne auch schon mal mit, nee, nicht Restbestände verkaufen. Ich wollte eigentlich mit Flight in die Zweitvermarktung gehen.
Kommt in 2 Wochen raus. Zack, zack, zack. 19, dann gibt es eine Schwarz-Weiß-Anleitung noch. Ist ja immerhin nur ein Budgetspiel. Da haben wir 300.000 auf Lager. Ich glaube, das reicht uns nicht. Da produziere ich nochmal 500.000 nach. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus so. Zugegeben, ganz den Absatz, den ich mir erhofft hätte, bringt Flight jetzt doch nicht. Aber Prison Architect, 77 Wochen im Verkauf, 9.490.000 verkaufte Einheiten, Entwicklungskosten günstige 18,68 Billionen. Hingegen 94,5 Millionen Produktionskosten, 57,5 Millionen Marketingkosten, aber ein Umsatz von beinahe 500 Millionen und ein Gewinn von knapp 305 Millionen. Echt nicht übel. Ja, auch mit FlightX bringen wir nochmal ein bisschen was an Kohle nach Hause. Und ja, toll, es hat ja doch noch gereicht, das Spiel komplett durchlaufen zu lassen. Ja, aber die halbe Stunde ist dann jetzt auch schon voll. Zwei Parts, zwei extrem erfolgreiche Spiele. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Jetzt bringen wir noch mal ein, zwei Spiele raus für unsere Alien Cast 2000. Gehen dann auf die bestmögliche Konsole, die wir produzieren können. Und dann würde ich sagen, beenden wir den schweren Durchlauf von Mac Games Tycoon und starten dann gleich anschließend erneut mit Legendär. Mal gucken, ob es denn da auch so läuft. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst ein Abo für den Kanal da. Daumen hoch fürs Video. Kommentare auch gerne gesehen. Ich werde mir das auch durchlesen und dann bei Vorschlägen gegebenenfalls darauf reagieren. Ja, macht einfach. Das Wichtigste ist aber, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Helvetik. Tschüss.